den Originalton. Your speakers are die Vortragenden heute sind Felix Dörre, ein Student am Karlsruhe Institute of Technology. Und im Wesentlichen ist das seine Bachelorarbeit. Und dafür hat er eine Auszeichnung bekommen, den International Student Award für Undergraduate-Forschung. Und daneben ist noch Wladimir Klebanov, der die Bachelorarbeit betreut hat und Feedback gegeben hat. Und er hat auch ein automatisches Tool entwickelt, das dieses Framework benutzt. Vielen Dank und bitte einen Applaus. Thank you very much. Vielen Dank. Diese Arbeit wurde von der Karlsruhe Institute of Technology unterstützt und auch vom Deutschen Nationalen Forschungsrat unter dem Vorrangprogramm Reliably Secure Software Systems. Und vor einiger Zeit haben wir angefangen, uns zu fragen, woher wissen wir, dass unsere PRNGs eigentlich richtig funktionieren? Und kurz danach haben wir festgestellt, dass die Antwort ist, wir hoffen, dass sie richtig funktionieren. Und das ist eine wichtige Frage. Und hat jemand eine Ahnung, was in dieser Liste steht? Die jüngere Generation kennt das vielleicht nicht, aber dies sind alle Dienste, die betroffen waren, als OpenSSL in der Debian-Distribution nicht richtig funktioniert hat. Und es ist ein wunderbares Beispiel für einen Single Point of Failure. Und dies war wirklich ein entscheidender Moment in der Geschichte von den Pseudo-Zufallszahlengeneratoren. Und es ist ein wirklich eine tolle Geschichte. Und wir gehen etwas in technisches Detail später im Vortrag, aber ich möchte euch ermutigen, das zu googeln und wirklich die Geschichte zu lesen, was passiert ist. Das ist wirklich eine fantastische Geschichte, eine von technischen, menschlichen und Organisationsfaktoren, die diesen perfekten Sturm erzeugt haben. Und 2 Jahre lang gab es eine Hintertür in allen diesen Diensten. Und irgendwann wurde es dann festgestellt und es gab auf dem 25C3 einen Vortrag darüber und dann könnten wir uns fragen, was ist denn danach passiert? Was waren die technischen Maßnahmen, die getroffen wurden, um zu verhindern, dass das nochmal passiert? Ja. Und die technische Konsequenz war, diese beiden Kommentare einzufügen, die man hier sieht. Also was passiert war, war, dass der Debian-Maintainer irgendwie diese Codezeile entfernt hat und irgendjemand hat die Zeile wieder eingefügt und einen Kommentar eingefügt, diese Zeile bitte nicht entfernen. Das ist sehr spezifisch und das war auch schon alles. Und am Ende werden wir sehen, dass man bessere Sachen machen kann, um sicher zu sein, dass die Generatoren gut funktionieren. Und es gibt auch gute technische Gründe, warum Qualitätssicherung schwer ist. Und während wir schon dabei sind und über Kommentare sprechen, würde ich euch gerne ein paar mehr Kommentare zeigen aus anderen Implementationen von anderen Zufallszahlengeneratoren, um euch zu zeigen, was der Zustand der Implementation gerade ist. Dies sind keine obskuren Implementationen, das sind wirklich Sachen, die wahrscheinlich auf euren Geräten sind, was ihr jeden Tag benutzt. Und vielleicht sagt ihr, das ist aber unfair, das ist aus dem Kontext gerissen. Ja, das stimmt, aber ich kann auch sagen, es ist nur ein bisschen unfair und da gibt es einfach nicht sehr viel Kontext dafür. Und das ist wirklich das Gefühl, was ich bekomme, wenn ich diesen Code gesehen habe. Zum Beispiel in einer Implementation lesen wir, hashbytes use defines number of bytes returned by compute hash to used form. Implementation uses more bytes than this defined in the above specification.
Was bedeutet das? Ist wirklich schwer zu verstehen, was hier passiert. Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, was er damit sagen will. Ich glaube, der Autor wollte einfach nur sagen, wir definieren, dass wir 20 Bytes zurückgeben mit dem Hash. Und ja, aber was er damit sagen will, ist völlig unklar. Und es gibt noch was. Put the data into the entropy, add some data from the unknown state, reseed. Ja, und die Terminologie ist auch schwierig hier in diesem Fall. Ja, so ist das, aber man muss sich schon anstrengen. Take some random data and make some more random looking data from it. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Das ist schon seltsam. Das ist nur an einer Stelle im Code. Wir machen. Das ist wirklich der Code, der möglicherweise eine Hintertür in all deine Anwendungen macht. Und ja. Und hier ist noch einer. Das ist von der Benutzerdokumentation. Und da steht, es gibt immerhin eine Benutzerdokumentation. Das ist wirklich toll. Und, aber niemand ist perfekt. Und diese Funktion, da steht einfach nur, sei sehr vorsichtig, sonst passieren schlimme Dinge. Da steht nicht, warum oder wie man vorsichtig sein soll und was passiert hier überhaupt. Und um etwas präziser zu werden, ich zeige das natürlich zur Unterhaltung, aber wir wollen hier nicht einfach nur dem Entwickler die Schuld geben und wäre es ein besserer Entwickler gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Und ich werde natürlich diese Fehler nie machen. Und wenn du das denkst, dann wird dir das auch passieren. Und der Punkt ist einfach, es gibt einen Prozess und es gibt natürliche Kräfte, die das führen, dass es so ist, wie es heute ist. Und üblicherweise geht es einfach um persönliche Projekte oder Forschungsprojekte. Manchmal gibt es Cleanroom-Implementationen und irgendwann veröffentlichst du deinen Code und Leute bemerken das und dann wird es in einem großen Projekt verwendet. Das eine große Organisation benutzt, zum Beispiel die Apache Foundation, und dann plötzlich am Ende gibt es irgendwie ein Händler, der so einen Zufallszahlengenerator braucht und sagt, oh, ich habe hier diesen Code gefunden und der sieht wunderbar aus und wir bauen ihn einfach in unser Produkt ein und wir untersuchen das nicht mehr genau, sondern wir bauen es einfach ein und verkaufen das. Und ich glaube, Leute wie diese sind verantwortlich für viele der Probleme, die wir haben. Die Händler nehmen einfach den Open-Source-Code, gucken den nicht mehr genau an, sondern tun den einfach in ihr Produkt und verkaufen das. Also wir müssen wirklich auf den Prozess achten, wie wir unsere Software behandeln. Ich habe wirklich da keine bessere Empfehlung als das. Aber ein weiteres Beispiel. Das ist hier der einzige Kommentar in einer kritischen Funktion. Und wenn du weißt, was hier passiert, wenn ihr wisst, was passiert, dann macht es Sinn. Aber wenn du nicht weißt, was hier passiert, dann hast du einfach überhaupt keine Chance, das zu verstehen. Wir brauchen Dokumentation und wir müssen auch Dokumentation, die für Leute geschrieben wird, die nicht wissen, was hier passiert, sonst ist es sinnlos. Was wir herausgefunden haben, ist, was am besten funktioniert, ist, wenn man ein Design-Dokument hat, wo man abstrakt erklärt, das Design von dem Zufallszahlengenerator und dann kann man daraus die Dokumentation schreiben und nur Kommentare in den Funktionen im Source Code sind nicht genug. Und ich sollte vielleicht dazu sagen, es ist gut, dass es diesen Kommentar gibt. Man hat eine Abstraktion von dem Code, aber man muss es anders ausdrücken. Und für ein anderes Publikum auch. Und bei diesem Generator war ein Link zu einem wissenschaftlichen Paper, was die Inspiration für diese Art von Schema, diese Art von Technik gemacht hat. Und das war schon mal ganz gut. Und ich hoffe, ihr bekommt jetzt, habt eine Idee davon, einen Eindruck davon, dass Sachen verbessert werden müssen und dass wir Qualitätskontrolle brauchen.
Und was kann man machen für Qualitätskontrolle? Und hier gibt es eine Top-5-Liste, die man machen soll. Das erste ist, man sollte System-Level-Tests machen, was auch immer es für eine Software ist, vielleicht formale Methoden und die Verifikation, dass die Software wirklich das tut, was sie tun sollte. Aber in diesem Fall ist es einfach sehr schwer zu machen. Es ist vielleicht sogar unmöglich. Wir müssen sagen, dass die Spezifikation eines PNGs, na gut, es ist ein Stück Software, was ein bisschen zufällige Daten nimmt außerhalb des Systems und dann erzeugt ein System anderer Daten, die ununterscheidbar von echten Zufallsdaten sind. Und es ist nicht, es gibt nicht nur die Eigenschaften von einem Output-Stream und man kann nicht nur einen Ausgabestream testen und dann kann man nicht sagen, ob das wirklich gut ist, sondern es ist eine Eigenschaft von allen Ausgabeströmen zusammen und das ist wirklich schwer. Was man zum Beispiel machen könnte, ist, macht erstmal Unit-Testing und die einzelnen Units, die ganz genau spezifiziertes Verhalten haben. Wir wissen zum Beispiel von einigen Implementationen, dass es schwierig ist, einen Ringpuffer zu implementieren. Und kein C-Programmierer will sagen, ich implementiere die Datenstruktur, dann baue ich Tests für diese Datenstruktur und dann benutze ich diese Datenstruktur in meinem Code. Natürlich baut man ein riesen monolithisches Ding und das ist das, was man in C macht, weil Performance, aber es macht nicht wirklich Sinn. Und die Empfehlung ist wirklich hier, macht euren Code modular, lasst den Compiler, der Compiler wird schon gut performanten Code machen mit nur einem ganz kleinen Overhead. Aber wenn du Unit-Tests macht und das einzeln testet, dann seid ihr auf der sicheren Seite und geht kein unnötiges Risiko ein. Und eine andere Testmöglichkeit, die man noch sieht, ist, und das ist auch ab und zu empfehlenswert, sind statistische Teste. Es gibt hier einige Beispiele dafür. Und wenn man sich einzelne Ausgabeströme anguckt und man guckt, ob es irgendwie verdächtig aussieht, wenn es sehr viel mehr Nullen als Einsen hat, dann ist es schon mal verdächtig. Und das kann man machen, aber es ist nicht sehr hilfreich aus einem Grund. Denn die meisten PNGs sind kryptografische PNGs und das heißt, auf der einen Seite wird es für Verschlüsselung benutzt werden und auf der anderen Seite haben sie kryptografische Bausteine und die haben die Eigenschaft, dass wenn man einmal etwas da durchschickt, dann ist die Ausgabe auf jeden Fall diesen statistischen Test bestehen. Das heißt, es kann völlig kaputt sein und es ist trotzdem kaputt, obwohl es diesen Test bestimmt. Das ist manchmal ein vorgeschriebener Test und manchmal wird die Ausgabe von PNGs benutzt, die gar nicht für Kryptographie geeignet waren. Und auf der anderen Seite, was ist auch nützlich ist, aber auch nicht genug gemacht wird, sind Regression-Tests und das sind Referenzeingaben und Ausgaben. Und wenn man die Eingabe und die Ausgabe vergleicht mit den Referenzwerten, dann weiß man, ob es so gut oder so schlecht ist, wie das, was andere gemacht haben. Insbesondere, wenn man diesen ganz bestimmten PNG-Standard implementiert, aber das nicht alle machen, aber manche. Und dann gibt es diese Referenzwerte und dann kann man so gut oder so schlecht sein wie der Standard und dann kann man sicher sein, dass mehrere Leute den Standard angeguckt haben. Und wenn man etwas verändert, wenn man den Code wartet, dann sollte sich die Ausgabe nicht ändern. Und wenn sich die Ausgabe nicht ändert, dann kann man einigermaßen sicher sein, dass man nichts Wichtiges verändert hat. Also macht Regression-Tests und das ist auch wichtig, das zu tun. Und das Einzige, was oft gemacht wird,
ist oft das einzige, ist Manual Code Review. People, Leute gucken einfach den Code an und sagen, oh, sieht okay aus. Und würdest du sowas akzeptieren für andere Software? Egal wie unwichtig das ist, wäre das okay für dich, dass wenn dieses Stück Software nie getestet wurde, wir haben es angeguckt und wir finden, das sieht okay aus, und es gibt keine technische Qualitätskontrolle. Würdet ihr das akzeptieren? Und Code, der nur so behandelt wurde, ist im Zentrum der Sicherheitsinfrastruktur. Wir haben nicht nur schlechte Nachrichten, wir haben Sachen versucht, etwas zu verbessern. Und hier haben wir zwei Sachen gemacht. Also wir haben sehr viele Vorfälle angeschaut, die Pseudo-Zufallszahlen-Generatoren aufgetragen. Und darüber hinaus haben wir ein Werkzeug entwickelt, eine Methode, eine statische Analyse, die Verletzungen dieser Eigenschaft finden kann. Zum Beispiel OpenSSL und so weiter. Und in diesem Vortrag möchten wir vorstellen, was die Eigenschaften sind, was das Werkzeug tut. Aber zuerst möchte ich erklären ein wenig, wie ein PRNG funktioniert. Das ist ein sehr vereinfachtes Modell. In der Praxis ist es natürlich viel komplizierter, aber nichtsdestotrotz hat man in der Mitte einen Zustand, also was auch ein Entropy Pool. Es gibt eine Seed-Funktion, die diesen Zufallskeim nimmt, das der Herkunft außerhalb des Systems hat, also zum Beispiel vom Betriebssystem, leitet das aus der Hardware ab, zum Beispiel von Festplattenlatenz oder von Tastaturanschlägen oder Mausbewegungen und so weiter. Man erhält also diesen 20-Byte-Wert eines Seeds und das wird dann in den Zustand übernommen und der Rest der Operation passiert in Zyklen und innerhalb dieser Zyklen wird dieser interne Zustand gestört und man leitet davon einen Output ab. Und im nächsten Zyklus wird dieser Zustand wieder geändert und man erhält mehr Output und so erhält man dann den Stream. Im Modell sind alle diese Vorgänge deterministisch. Das heißt, all das ist komplett deterministisch. Die einzige Quelle von Zufall ist wirklich nur die Wahl des Seeds. Das heißt, wir werden jetzt weitergehen und diese ganze Kaskade als eine Funktion von einem MBIT-C zu einem N-Bit aus Output gehen. Wir werden dieses Symbol von Zeit zu Zeit immer wieder sehen. Das ist, was wir betrachten werden, die Funktion G. Bevor ich das Problem vorstelle, das wir lösen, möchte ich erstmal klarstellen, dass es viele Probleme gibt, die wir nicht lösen. Und es ist auch wichtig, ein paar von denen zu nennen. Das erste Problem, das wir nicht behandeln, ist die Wahl des Seeds, des Keims. Das ist ein different Problem, aber es ist komplett orthogonal, dass diese Prozedur hier korrekt funktioniert. Es gab einen Vortrag über die Auswahl von Seeds, von Keimen gestern. Und da gibt es auch beliebte Fehler, die passieren können. Wenn man zum Beispiel etwas mit Zeit benutzt, um Seeds zu generieren, dann wird man eine schlechte Zeit haben. Denn die Auflösung der Timer ist nicht groß genug, dann hat man immer einen kleinen Bereich und auch weil Zeit immer öffentlich verfügbar ist. Also der Angreifer mag vielleicht wissen, was da benutzt wurde. Und dann fällt alles zusammen. Und übrigens, wenn man das in der Embedded-Welt macht, dann bin ich, tut mir sehr leid, dann hat man wirklich sehr wenig Möglichkeiten, gute Seeds auszuwählen. Aber das ist zum Glück nicht unser Problem. Das andere, das wir nicht betrachten, ist,
Typischerweise sind alle diese Funktionen haben kryptografische Bausteine und wir nehmen hier an, dass diese Blocks da sind. Wir können nicht wirklich prüfen, ob sie da sind, aber wir werden es einfach annehmen. Und wir werden auch annehmen, dass es wirklich Einwegfunktionen sind. Es gab nur einen Vorfall im Dual Elliptic Curve Generator, wo es sich herausgestellt hat, dass diese Funktionen waren nicht ein Weg für alle, aber für die NSA war es sogar zwei Weg. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine andere Sache, über die wir uns nicht kümmern, ist, wir nehmen sehr starke Angreifer nicht in Betracht. Also, wenn man einen Angreiver hat, der gewisse Kenntnis hat, dann ist man auf sich selbst gestellt. Wenn eine Geheimorganisation vor deinem Gebäude steht, dann können wir da auch nichts dagegen machen. Aber wir können euch helfen, Entropieverlust zu erkennen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Entropieverlust zu definieren. Also die vor allen Dingen hier sind äquivalent. Zum Beispiel, wenn man zwei Seeds hat, die denselben Output generieren, dann nennt sich das Entropieverlust. Das ist, wenn ein Teil des Seeds nicht für den Output benutzt wird. Das heißt, es gibt weniger Ausgänge, als es Seed gibt. Das heißt, man verschwendet ein wenig der Entropie, die man gesammelt hat durch den Seed. Und wahrscheinlich verschwendet man sehr viel. Und dann wird die Ausgabe sehr, sehr viel vorhersehbar sein. Mathematisch geht das alles zurück auf ein Problem, dass die Funktion G nicht injektiv ist. Und darauf werden wir schauen. Wir haben eine Maschinerie, um zu prüfen, ob Funktionen injektiv sind. Sicherheit übrigensweise ist immer über Injektivität. Das ist entweder Injektivität oder Nicht-Injektivität, aber viele Sachen wie Privatsphäre und Integrität können über diese Eigenschaft definiert werden. Formal, das ist einfach nur die mathematische Definition von Injektivität. Und das ist, was unser Tool überprüfen wird. Und jetzt wird uns etwas mehr Intuitivität darüber gegeben. Also zunächst möchten wir zurückkommen, was im Debian OpenSSL Desaster passiert ist. Das ist das Model. Das ist das Modell, das wir etwas übernommen haben, so wie wir hier sehen können, in der Mix-Funktion. Wir haben noch die PID, die Prozess-ID hinzugefügt. Die OpenSSL nimmt nicht nur die Seed, sondern auch die Prozess-ID als Zufallseingabe, die es in der Mix-Funktion verwendet, um den Zustand zu stören und dann den Output abzuleiten. Also was passiert ist, war, dass eine Zeile entfernt wurde und der Seed wurde abgeschnitten. Schlechterweise hatten sie die PID in der Mix-Funktion, das heißt, der Zustand und der Output sah immer noch zufällig aus. Also wenn man den PID hätte, dann hätte man immer denselben Output bekommen. Aber auf diese Art und Weise, es war nicht ein Schlüssel, aber 32.000 Keys. Aber das war sehr schwer zu bemerken. Und wie man sehen kann, ist das ein sehr einfacher Fall von Entropieverlust. Man benutzt quasi überhaupt nichts von dem Seed. Was wir hier lernen können, ist, dass man den PRG separieren muss. Also wir nehmen den Zufall, benutzen irgendwie, aber nicht an verschiedenen Stellen mehr Zufallsdaten hinzuzufügen. Das wird uns später nochmal auftreten. Ein anderes beliebtes Beispiel ist, was im Android-Fall passiert ist. Hier ist ein großer Java-Integer-Array, das in einem PNG verwendet wird, und das nennt sich Seed. Aber der Seed ist nur hier. Im Allgemeinen ist es der komplette Zustand. Und der Seed sollte von Java-Integers 0 bis 4 geschrieben sein.
Und es gibt hier viele verschiedene Ausgabemöglichkeiten. Und, aber was aus Versehen passiert ist, ist, dass es sollte ein Zähler abgeleitet werden. Und, aber der Pointer wurde nicht aktualisiert. Das heißt, es wurde hier mehr als die Hälfte des Seeds überschrieben und dann gab es nur noch 64 Bit und das ist nicht mehr genug. Das war immer noch mehr als bei Debian übrig geblieben ist. Und, aber man sieht, dass über die Hälfte einfach verschwunden ist. Und das bedeutet, dass man solche Fälle nicht erkennen kann, wenn man nur die Ausgabe anguckt und nicht weiß, wie der PNG funktioniert. Hier ist ein anderer Fehler, einer, den wir gefunden haben in libgcrypt. Und wir sprechen da später noch mehr ausführlicher drüber. Also der Nutzer von unserem Tool muss den PRNG allein haben, den deterministischen Teil, und alle anderen Entropiequellen entfernen, die nicht direkt der Seed sind, sodass das Tool direkt die Abhängigkeit vom Seed testen kann. Dann muss der Benutzer einen Scope auswählen, den er analysieren will. Das heißt, eine feste Länge von Eingabe und Ausgabe, und für die wir die Effektivität testen wollen. Und typischerweise machen wir das, nehmen wir nur einen Zyklus. Und dann muss der Benutzer einen Weg, um die Kryptofunktionen auszuschalten, denn das ist schwer festzustellen, ob die inaktiv sind. Das ist der ganze Sinn der kryptografischen Funktionen. Das heißt, so das Tool muss irgendwie nur kann nicht prüfen, ob die Kryptofunktionen funktionieren, sondern will nur den PNG testen. Das heißt, dann muss man die Bedingungen erzeugen und checken, dass diese Bedingungen wahr sind. Und dann können wir gucken, ob Entropie verloren ging oder nicht. Und das kann ich gerade kurz zeigen hier. Was man hier sieht, ist ein Teil von einem OpenSSL-Zufallszahlengenerator. Und das hier steht, es fügt Zufallsdaten zu dem internen Zustand hinzu. Und da wurde was entfernt hier bei dem File. Und jetzt machen wir ein ganz einfaches Problem. Dieses hier zerstört ein Bit im Input. Das heißt, wir benutzen ein Bit der Eingabe wird nicht benutzt dann in diesem Fall. Und jetzt starte ich die Analyse. Und die Analyse wird das Programm übersetzen in eine logische Formel übersetzen. Die Formel beschreibt, was der Generator tatsächlich macht, und dann dupliziert es die Formel und spezifiziert die Bedingung, dass wir zwei verschiedene Bedingungen haben, und wendet diese Funktion an. Und das sollte dieselbe Ausgabe ergeben. Und jetzt wird es aufgelöst und der Solver sagt, wir haben jetzt eine Lösung, und der sagt, bei diesen beiden Eingaben bekommen wir dieselbe Ausgabe für zwei verschiedene Eingaben, und jetzt müssen wir rausfinden, was hier passiert ist. Und man sieht es hier ist genau ein Bit falsch. Warum wird dieses Bit nicht verwendet? Und dann würde man das vielleicht debuggen wollen, und dann findet man vielleicht diesen Befehl, den wir eingefügt haben, dann entfernen wir den und dann starten wir die Analyse nochmal, und das ganze Programm wird nochmal übersetzt in die logische Formel. Und das dauert eine Zeit. Es sind 30 Megabyte logische Formel, dann verdoppeln wir das nochmal, weil wir das zweimal starten wollen mit verschiedenen Eingaben, die dieselbe Ausgabe ergeben. Und am Ende finden wir, der Solver sagt, ja, wir haben jetzt kein Ergebnis. Das heißt, es gibt kein Beispiel, in dem diese Funktion zufällige Daten nicht benutzt. Und wie können wir mit solchen Funktionen umgehen? Das ist der Teil, den ich übersprungen habe.
Und Wladimir wird jetzt erklären, wie wir damit umgehen. Das ist der Teil, den wir bisher unter den Teppich gekehrt haben. Und ich zeige euch ein Beispiel. Was ihr hier oben seht, ist ein Aufruf von dem SHA-1-Hash und das ist die Seed-Funktion von dem OpenSSL-PRNG und es benutzt den Seed von außen und transferiert ihn in den internen Zustand. Und was man hier sieht, ist eine Verkettung von vier verschiedenen Sachen. Und ich kann euch sagen, dass beim ersten Aufruf wird nur der dritte Parameter hier, der Buff, das ist der Parameter der Funktion, nur dieser dritte Teil wird Entropie enthalten und alle anderen Parameter haben feste Werte. Und alles zusammengenommen sind das 68 Bytes oder so und der SHA-1 macht daraus einen 20-Byte-Digest und die Kryptografen versprechen uns, dass wenn die Eingabe mehr hat, wenigstens 2 hoch 160 verschiedene Werte, dann sieht man wenigstens 2 hoch 160 verschiedene Ausgaben. Das ist auf jeden Fall nötig. Aber wir können nicht wirklich die Injektivität von dieser Funktion testen, denn diese Funktion ist spezifisch entwickelt, um dies sehr, sehr teuer zu machen. Das heißt, wenn wir das testen könnten, wenn die Injektivität hier testen könnten, dann hätten wir wirklich einen Angriff auf SHA-1 oder wir können zumindest beweisen, dass es einen Angriff gibt. Das heißt, wir müssen das Problem vereinfachen und wir vereinfachen das, indem wir die nicht über SHA-1 nachdenken, sondern das auslagern, sondern wir denken, die Kryptografen kümmern sich um SHA-1 und wir überprüfen nur den Code, der außerhalb von SHA-1 ist. Denn das ist der Code, der nicht standardisiert ist und das ist der fehleranfällige Code. SHA-1 selbst ist ein Standardprimitiv und eine Standardimplementation. Es gibt Standardtests und es ist sehr, sehr schwer, das zu knacken. Aber es ist einfach, den Code außenrum zu brechen. Das heißt, wir gucken uns nur den Code außenrum rum an. Und wir machen das auf die folgende Art. Hier ist eine einfache Visualisierung von demselben Aufruf, wie oben zu sehen. Und jetzt gibt es zwei Schritte. Wir ersetzen diesen Aufruf mit etwas, über das wir einfacher Schlussfolgerungen machen können, und aber trotzdem noch sinnvolle Schlussfolgerungen zulässt. Das heißt, wir wollen diesen Aufruf ersetzen durch eine injektive Funktion in einem bestimmten Sinn. Der erste Schritt ist, wir müssen den Teil rausfinden, welcher Teil der Eingabe die Entropie enthält. Und ja, das ist aber schwer, aber in Wirklichkeit ist es nicht so schwer, wie man denkt. Also zuerst müssen wir den Benutzer das machen lassen. Wir könnten das automatisieren, aber erstmal haben wir uns das noch nicht versucht. Wir lassen den Benutzer das machen durch Clues von den Variablennamen, Hinweise. Und wir zeigen auch Gegenbeispiele und ich will später darüber sprechen. Aber man könnte auch verschiedene Sachen ausprobieren. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, man kann einfach drei verschiedene Sachen vielleicht auswählen. Das heißt, man hat hier eigentlich nicht genug für 20 Bytes. Man kann es einfach ausprobieren mit Brute Force. Und wenn man einen falschen Alarm kriegt, dann wird die Funktion nicht injektiv sein. Dann kann man es nochmal versuchen. Und zuerst müssen wir einen Input finden, was 20 Byte lang ist, weil die Ausgabe 20 Byte lang ist. Und dann müssen wir diese Funktion durch was anderes ersetzen. Und hier haben wir Möglichkeiten, womit wir das ersetzen könnten. Die erste wäre, wir könnten das einfach ersetzen, diese SHA-1 ersetzen durch die Identitätsfunktion und wir kopieren einfach den Seed direkt in die Ausgabe. Das ist sehr einfach und ist sehr einfach und hat viele Vorteile, denn wenn man das macht, dann mit etwas Glück wird die ganze PRNG-Konstruktion zur Identitätsfunktion und die Ausgabe des PRNG wird sehr nach dem Seed aussehen, vielleicht einfach nur den Seed immer wiederholt. Das kann man testen und man kann einfach überprüfen, dass der ganze andere Code gut funktioniert. Aber diese Konstruktion ist nicht in Ordnung.
weil wir eine Funktion mit einer nicht verwandten Funktion ersetzt haben. Aber oft wird es trotzdem funktionieren und die Ergebnisse werden aber trotzdem vertrauenswürdig sein, denn man kann, denn typische PRNGs kümmern sich gar nicht um die tatsächlichen Daten, die in dem Seed drinstehen. Denn es wäre ganz komisch, wenn der PRNG verschieden arbeiten würde, abhängig davon, welche Eingabedaten es gibt. Das heißt, man kann einfach irgendwelche, den SHA-1-Hash einfach durch irgendwas anderes ersetzen. Und das ist sehr nützlich und das ist sehr gut für Debugging. Man kann ganz viele Sachen damit schon testen, aber es ist trotzdem nicht richtig. Aber was wir auch machen können, ist, wir haben ein formales Schlussfolgerungstool benutzen. Wir können statt der Identitätsfunktion nehmen, wir können eine mathematische Konstruktion benutzen. Wir ersetzen diesen Teil, diese spezielle Funktion durch eine Abstraktion mit einer unterspezifizierten injektiven Funktion. Wir sagen nicht genau, was es ist, aber es muss injektiv sein. Und das ist eine Annäherung an die Hash-Funktion. Und die Ergebnisse werden auch dann im Originalcode funktionieren. Was wir typischerweise machen würden, wäre als erstes, wenn wir dies machen, das hilft uns schon, Bugs zu finden und es wird Kollisionen finden und wir können die Trace angucken, wir können das Bit-Pattern des Seeds angucken, wie sich das über den Ausgabe verteilt. Wir können Print-Statements reinbauen und gucken, wie das funktioniert. Aber das zeigen wir heute nicht. Aber wir haben eine nette Visualisierung davon. Aber am Ende benutzen wir die gute Idealisierung und zeigen, dass das funktioniert. Noch einige Wörter zur Implementation. Wir haben eine kleine Werbeeinblendung hier. Wir könnten das nicht machen, wenn wir nicht auf den Schultern von Riesen stehen würden. Und es gibt hier den Bounded Model Checker, CBMC, sein statisches Code-Analyse-Tool. Und man kann die Implementation in C oder in Java reinstecken und es wird es einfach nehmen, selbst wenn das ganz kompliziert oder komplex ist, wie OpenSSL oder der Linux-Kernel. Und das ist wirklich fantastisch, das ist sehr robust und untersucht das Verhalten des Programms bis zu einer bestimmten Tiefe und es wird bestimmte Sachen finden, Buffer-Overflows, es wird auch benutzerspezifizierte Assertions testen. Das heißt, selbst wenn man nicht Kryptographie oder Hash-Funktionen macht oder Zufallszahlengeneratoren, kann ich das trotzdem sehr empfehlen, um die Implementation zu überprüfen. Auf der anderen Seite benutzen wir Minisat, ein Solver. Das ist auch ein fantastisches Stück Technologie. Und es gibt noch andere Verifikationstools, aber diese beiden sind die wir kennen. Und Sat ist NP-vollständig, aber wir können da Gigabyte große Formeln reinstecken und innerhalb von Sekunden sagt er trotzdem, ob diese Funktion erfüllt werden kann. Und wir benutzen diese Tools, kombinieren sie mit unserem eigenen Code und wir benutzen CBMC, um eine Beschreibung zu erzeugen davon, was die Formel tut und wir können dann diese Formel benutzen, um Injektivität zu überprüfen und benutzen dann Minisat, um herauszufinden, ob es eine Verletzung der Injektivität gibt und wenn das der Fall ist, dann zeigt das die Traces von den Seeds, bei den Seeds, die zu demselben Output geführt haben und uns braucht einige Sekunden, aber das heißt, das kann man praktisch interaktiv benutzen. Was sind jetzt die Ergebnisse, die wir bekommen haben, indem wir das angewendet haben? Also das Werkzeug haben wir auf verschiedene PRNGs angewendet. Zuerst der gute Teil. Wir haben diese hier überprüft und wir haben nichts Verdächtiges gefunden.
das Werkzeug konnte also verifizieren, dass das Werkzeug wirklich injektiv ist. In Apache Harmony haben wir einen bekannten Entropieverlust entdeckt, und wenn wir das Problem eingefügt haben, haben wir das entdeckt, und wenn wir es entfernt haben, haben wir keine weiteren Probleme gefunden. In OpenSSL war es ähnlich. Wenn wir den Code entfernt haben, das Codestück, dann konnten wir das entdecken. Wir haben auch andere Probleme identifiziert im Code, das vielleicht oder vielleicht auch nicht in der Praxis umgesetzt werden kann, und hat Probleme, den zirkulären Buffer zu benutzen und einen Byte außerhalb des Buffers zu schreiben, komische Sachen zu machen. Aber alles in allem, das war nicht alles nicht sehr fatal. Dann schließlich haben wir den kritischen Bug in GNU-PG gefunden, dass der dann gefixt wurde, und ich werde euch zeigen, wie der Bug funktioniert und wo das Problem liegt und wie der Bug so lange unerkannt bleiben konnte. So, zunächst gab es dann ein Paper, das vorgeschlagen hat, wie man einen PNG betreibt. Und erstmal möchte ich es vorstellen, wie es ursprünglich designt war. Erst haben wir den Buffer mit Zufallsdaten. Das, was Sie sehen, ist die Mischfunktion, dass den Buffer auf irgendeine Art und Weise mischt. Was vorgeschlagen wurde, ist, man nimmt diese 84 Bytes des Buffers, wendet eine Hash-Funktion darauf ein und überschreibt dann die mittleren 20 Bytes, die wir hier sehen. Und dieser Buffer würde dann nach oben gehen, und nach dem Hashen würden wir zum nächsten Block gehen und das wieder hashen, zum nächsten Block und so weiter und so fort, bis zum Ende, wo es dann sich wieder von vorne anfängt. Und der letzte würde dann diesen Block und diesen Block vorne hashen. Und dieser Buffer würde dann an den Benutzer gegeben. GNU-PG hat eine Hash-Funktion, die kleinere Input-Größen genommen hat. Das sind 64 und nicht 84, für Gründe, die nicht so klar sind. Sie haben entschieden, okay, wir haben eine 60-Byte-Hash-Funktion, also wir lassen einfach den mittleren Teil aus. Wir überschreiben das sowieso, also ich weiß auch nicht, was die Intention dahinter war, aber was passiert in GNU-PG ist, wir würden die hashen, schreiben sie und so weiter und so fort, bis zum Ende. Und wir würden das und das nehmen und einen Hash davon, und wir schreiben sie dann nach hier. Und dieser Buffer sollte jetzt zufällig sein. Ist dieser Buffer aber wirklich zufällig? Wenn wir diesen Block und diesen Block nehmen, dann sind sie hier und hier, dann würden wir diesen letzten Block kriegen. Der Buffer kann aber nicht zufällig sein, weil wir die letzten 20 Bytes ausrechnen, wenn wir diese 20 und diese 44 Byte nehmen, sie hashen, dann kriegen wir genau diesen Block. Das ist also, was in libgcrypt passiert ist. Also ein Implementationsproblem. Das ist also essentiell, was passiert ist. Also die Konsequenzen, die man hiervon ziehen kann. Die Schlüssel waren hoffentlich nicht so schlimm, die Konsequenzen für die Schlüssel. Und glücklicherweise haben wir das Problem erkannt. Das Problem lag da für eine sehr lange Zeit, hatte verschiedene Security Audits. Niemand hat sie erkannt, und für mehrere Jahre alt. Was wir davon übernehmen können, ist, dass Audits essentiell sind. Das ist notwendig, dass man sich den Code anschaut. Aber der Code ist einfach zu komplex, um das voll selbst zu verstehen. Das heißt, wir müssen sozusagen technische
technische Hilfe nehmen, um das noch weiter zu verifizieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sind jetzt noch offen für Fragen. Vielen Dank. Falls ihr Fragen habt, dann stellt euch bitte an den Mikrofon ab. Es gibt 4 an der Zahl. Falls ihr jetzt gehen möchtet, dann tut das bitte leise, sodass die Leute noch der Frage- und Antwortstunde zuhören können. Auf der rechten Seite das Mikrofon. Hallo. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sehr interessant. Gibt es eine Implementation für Normalsterbliche wie uns, dass dann momentan Stack haben, zum Beispiel OpenGP, und dann zum Beispiel 20 RSA-Schlüssel. Wir laden sie hoch und ihr sagt uns dann, ob diese zufällig genug aussehen. Und also könnt ihr feststellen, ob mein System dann wirklich Zufall generiert. Wie wir versucht haben zu erklären, sind die Probleme, die wir uns angeschaut haben, können nicht erkannt werden, wenn man einfach nur den Output anschaut. Also wenn man nur einen Output-Stream hat, dann schaut das immer noch zufällig aus. Also die statistischen Tests würden das dann erkennen. Aber die einzigen Sachen, die man Sachen machen kann, ist einfach bekannte Probleme zu schauen. In dem OpenSSL, das heißt, dann waren es glücklicherweise nur ein paar. Das heißt, man hatte diese 32.000 Keys und konnte diese überprüfen. Und wir schauen nur auf die Schlüssel und wir wissen nicht, nach was wir schauen sollen. Und ich glaube, das ist nicht möglich. Vorne rechts. Könnten eure Techniken auch andere kryptografischen Techniken angewendet werden, wie Block Ciphers? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, man könnte sie auf bestimmte Auxiliary-Code anwenden, dann den die Primitiven begleitet. Also die technischen Techniken, die wir geschaut haben, sind rein informationstechnisch. Sie beschäftigen sich nicht mit Kryptographie als solches, aber selbst in kryptografischem Code braucht man diese Sachen wie Key-Erweiterung. Es sollte dieselben Induktivitätseigenschaften haben, die wir untersucht haben. Also es gibt gewisse Anwendungen, aber die sind alle sehr begrenzt. Eine Frage aus dem IRC vielleicht? Dann bitte hinten links. Hallo. Wenn ich euch die Entropieverlust richtig verstanden habe, dann gibt es zwei Seeds, die zwei verschiedene Seeds, die denselben Ausgabe geben, sind ein Problem. Also es gab ein Problem mit SHA-1 für OpenSSL und OpenSSL Linux benutzt auch SHA-1. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn es eine Hash-Funktion gibt mit einer Kollision, dann wäre das auch einen Entropieverlust bedeuten. Und wir erwarten, dass in den nächsten Jahren SHA-1 Kollisionsprobleme auftreten. Also es gibt es ein Problem, wenn Sie eine Hash-Funktion benutzen, die nicht kollisionsresistent ist. Ja, das ist etwas subtil. Es gibt zwei Antworten eigentlich darauf. Zunächst, wir gucken den Code an, der außerhalb der SHA-1-Funktion ist. Denn das ist meistens, wo die Fehler sind. Wir sagen nicht, SHA-1 ist das Problem von jemand anderem, aber also wir gucken die Induktivität von einer Funktion, die 20 Byte Eingabe und Ausgabe hat. Und wenn man da eine Kollision findet, dann wird das ein Problem sein, dass dann der PRNG Daten verliert. Und hoffentlich gibt es davon nicht so viele Probleme, denn viele sind sie einfach zu finden. Aber im Prinzip muss man wahrscheinlich die Hash-Funktion dann aktualisieren in der PRNG-Funktion. Wir können vielleicht später im Detail darüber reden. Links vorne. In the theory of deterministic RNG are the notions of forward and backward and enhanced backward secrecy. Wie ist es mit forward und backward enhanced secrecy? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist eure Theorie, geht es darum, wenn man vorwärts geht, um Entropieverluste zu finden, wäre es prinzipiell möglich,
auch zu entdecken, ob Enhanced Backward Secrecy nicht erfüllt werden kann. Also wenn man alle weiteren Ausgaben kennt, kann man dann auch rückwärts gehen, um vorherige Ausgaben erkennen. That's a good question. I will have to think about that. Die berechnen zu können. Das ist eine gute Frage, da muss ich noch drüber nachdenken. Ich glaube, wir gucken uns Secrecy eigentlich gar nicht an, nicht weder Forward noch Backward Secrecy, sondern wir gucken nur, wenn es aus zwei verschiedenen Seeds dieselbe Ausgabe gibt und einfach nur bestimmte zufällige Ausgaben zu haben, bedeutet, dass man die nächste berechnen kann. Ja, aber in diesem Sinn guckt man die Injektivität der Funktionen an. Aber was man für Backward Secrecy braucht, wäre die Umkehrfunktion. Nein, nicht nur, sondern die inverse Funktion wäre, man hat die Ausgabefunktion und man könnte den Seed auf den Seed schließen. Aber Backward Secrecy würde bedeuten, dass man einen Teil der Ausgabefunktion hat, die in der Vergangenheit aufgetreten ist. Ja, ich meine nicht den Zustand, den Seed, sondern ich meine nicht nur den Seed, sondern den kompletten Zustand. Ja, die Funktion ist ja vom Seed zu der Ausgabe. Und das nochmal klar zu machen, das Angriffsmodell ist hier, dass der Angreifer die Ausgabe sieht und versucht, mit Brute Force den Seed zu erraten. Okay, wir haben doch eine Frage aus dem Internet. Ja. Im Wesentlichen gibt es zwei Fragen. Zuerst gibt es physische Implementationen von PRNGs, sind die besser oder müssen wir die genauso testen? Ich glaube, wir müssen die genauso testen. Und denn typischerweise enthalten die auch eine Hardware-Zufallsquelle, aber dann gibt es diese deterministische Expansion, die da noch drauf sitzt, und das müssen wir auch überprüfen. Ja, die Antwort ist ja, und das kann man auch machen. Vielen Dank. Und das Zweite ist, aus dem IRC, einige Leute haben die Erklärung zu dem GNU-PG-Bug gesehen. Könnte das nochmal sagen, ohne den Laserpointer zu benutzen. Das Problem ist am Ende eigentlich, wenn man Blöcke nimmt, die nicht überschrieben werden, das heißt, sodass sie im Ausgabestream zu sehen sind und daraus den Hash macht, den man mit der Hash-Funktion, die man kennt, wenn man den GNU-PG-Code hat, dann kann man daraus die letzten 20 Bytes machen. Wenn man die letzten 44 und die vorletzten 20 hat und die zusammen hasht, die ergeben die letzten 20 Bytes. Und das ist das Problem, denn dieser Teil ist dann nicht mehr zufällig. Anders ausgedrückt, wenn man den Stream hat und man guckt den letzten Chunk an in diesem Stream, dann ist alles, was von dem dieser Chunk abhängt, bekommt in demselben Stream vorher schon vor. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn man dem Server diesen Stream gibt, dann kann man, weiß der Server alles, was nötig ist, um den letzten Chunk in diesem Stream zu berechnen. Es gibt keine zusätzlichen Daten, die der Server nicht kennt, die benutzt werden, um diesen letzten Chunk zu berechnen. Und zuerst nochmal von rechts, ein Kommentar zur Hardware-Implementation, denn normalerweise nimmt man 2 N-Bit-Entropie-Stücke und komprimiert die in ein N-Bit-Entropie. Das ist ein Problem für die Detektion von Entropy-Loss, denn die Hardware hat ein Bias, und das ist in Ordnung, das ist nur ein Offset. Und ein Bias zu haben ist okay, aber man löst das, indem man 2 N-Bit Zahlen in eine N-Bit-Zahl zusammenbaut, und man kann dann den Entropy-Loss nicht mehr erkennen, weil man aus diesen 2 N-Bit ein N-Bit macht, und das heißt, N-Bits sind schon verloren gegangen. Ja, aber wir nehmen an, dass der Seed tatsächlich normal verteilt ist, und das ist eine Hardware-Entropie Quelle. Das heißt, man hat nicht diese Verteilung, und wenn man das zu einer Hash-Funktion komprimiert, dann bekommt man eine
Gleichverteilung. Und dann verteilt man diese komprimierte Version. Also muss man hier vorsichtig sein, wenn man diesen Checker benutzt, denn die Eingabe ist nicht komplett gleich verteilt, mehr oder weniger, aber nicht perfekt. Und das liegt daran, dass die Hardware ein Analogdesign ist und man hat Offsets. Und das andere, was ich getan habe, ist, um das... So, bitte die Frage stellen jetzt. Wenn man etwas wie das SSL-Problem hat, dann schreibe ich die erste Runde von den ersten 32 Bytes in ein File und dann überprüfe ich jedes Mal, und dann überprüfe ich, ob das Pattern schon mal da war. Und es gibt dieses, das Geburtstagsparadox, und wenn ich meinen Seed reduziere, dann bekomme ich die Quadratwurzel, und wenn ich SSL habe, nach 256 Iterationen habe ich schon eine 50% Chance, Wahrscheinlichkeit zu sehen, dass ich ein Problem habe. Ja, aber wir haben zum Beispiel gezeigt, die Margins sind hier viel größer. Ja, aber wenn jeder Benutzer diesen Check jedes Mal macht, dann ist die Chance, das zu sehen, sehr gut. Okay, the other microphone on the right, please. Ja, okay. Hi, hallo, und du hast davon gesprochen, die Erzeugung zu überprüfen, indem man die Hash-Funktion vereinfacht, zum Beispiel SHA-1 zu ersetzen durch Memcopy. Und ich habe mich gefragt, du hast gesagt, dass einige Implementationen vielleicht eine Ausgabe machen könnten als Seed-Material und mit Memcopy, und hast du vielleicht Beispiele davon? Ja. Und es gibt echte Beispiele, zum Beispiel Norton SSL macht das. Und es gibt. Ja, noch eine Frage von links. Ich finde, bin begeistert, dass es sehr mehr formale Methoden gibt für sowas. Und vielen Dank dafür. Und meine Frage ist, ihr könnt die Entropy verfolgen. Im Zustand in der Mischfunktion. Wie funktioniert das? Ist das ein Feature von dem Prover für C, den ihr benutzt? Oder wie könnt ihr das wirklich machen? Wie könnt ihr die Entropie verfolgen und verfolgen, wo die genau verloren geht? Ja, der C-Prover modelliert den gesamten Programmzustandsraum, und jede Position, wo der Seed verwendet wird, sind Variablen in der logischen Formel, die der Prover ausgibt. Und auf diese Weise können wir die Daten verfolgen. Und ist das eine Eigenschaft des Provers, oder ist das... ich glaube, das ist ein etwas anderer Punkt. Das ist nicht Teil des C-Provers. Das ist etwas, was wir nachmachen, nachdem der Prover das analysiert hat und fertig ist mit der Analyse. Denn was wir daraus bekommen, ist, wir bekommen ein Modell der Formel, und wir holen die Seeds daraus, die das Problem darstellen, und dann lassen wir den PNG laufen mit diesen beiden Seeds und geben die auf der Konsole die Zwischenzustände aus und schreiben die nebeneinander, und dann, ja, also ihr benutzt die Variablen, die Injektivität zerstören, und haben dann die beiden Seeds, durch die Injektivität verloren geht. Okay, vielen Dank, Wladimir und Felix.